Problem ist also, das Gesetz intensiviert die Sünde und erhöht zunächst einmal die Zerrissenheit in uns drin und führt uns unser Scheitern vor Augen. Das ist die Dynamik. Und das ist das Eigentliche und darauf läuft das letztendlich hinaus. Das ist das Problem, was Paulus in Römer 7 beschreibt und dann geht er weiter zu Römer 8. Das Problem des Gesetzes ist nicht, dass es nicht gute Anforderungen an dein Leben stellt. Das Problem ist, das Gesetz hat keine Kraft, die es dir geben kann, diese Anforderungen zu erfüllen. Das ist das zentrale Ding. Das Alte und das Neue Testament entscheidet sich nicht durch die Anforderungen, die Gott an Menschen stellt und sagt, ihr seid meine Geschöpfe, ich bin der Schöpfer. Das wollen wir immer klar haben. Und ihr als meine Geschöpfe führt ein Leben, das euch nicht kaputt macht und mich ehrt, Gott ehrt. Das ist etwas, was im Alten und im Neuen Testament gleich ist. Der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament ist, im Neuen Testament bekommen wir die Kraft, die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Und wenn wir scheitern, gibt es Vergebung. Aber wir bekommen die Kraft, es zu erfüllen. Und das ist der Punkt und die Rolle des Heiligen Geistes. Weil die Kraft entsteht nicht durch Selbstverkrampfung. Ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen. Dann steckst du förmlich im alttestamentlichen Bund fest, dass du aus einer Verkrampfung aus dem Gesetz heraus versuchst, Dinge zu erfüllen und damit Gott wohlgefällig zu machen. Das Neue Testament, das Neue am Neuen Testament ist, nicht, dass die Anforderungen runtergeschraubt werden, sondern dass die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt, dass es ein neues Gesetz des Geistes gibt und damit wird Römer 8 dann starten. Das heißt also, zusammengefasst, weder wollen wir in eine Geist-Euphorie reinfallen, im Sinne von, oh, ich bin so vom Heiligen Geist erfüllt und so vom Heiligen Geist durchdrungen und so viel ist Gott in mir drin, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, welche Gebote Gott gegeben hat, die indiskutabel sind, die wichtig sind, vor Augen zu haben. Aber wir wollen auch nicht in eine Geistphobie reinfallen, im Sinne von, ja, das ist zwar, ich verstehe, dass Gott das alles will, aber weil ich Angst habe, dass der Heilige Geist mich richtig erfüllt und durchdringt mit allen Möglichkeiten, mit Sprachengebet, mit inneren Erfahrungen, mit Bildern, mit Kraft, mit innerer Erfüllung, weil ich irgendwie Angst davor habe, versuche ich das mit eigener Kraft hinzukriegen. Und dann steckst du in Römer 6 fest. Wir wollen durchgehen durch Römer 7 im richtigen Zusammenhang. Worauf will also Paulus hinaus? Er will darauf hinaus, dass auf der Grundlage der Erlösung die erlösende Kraft des Geistes uns Kraft gibt, das Gesetz zu beachten. Paulus will darauf hinaus, dass das Gesetz nicht weg ist, nicht abgeschafft ist, nach wie vor besteht, aber dass das Gesetz uns nicht mehr schikaniert, sondern dass das Gesetz für uns eine Hilfe ist, aus der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben für Gott zu führen. Und deswegen dreht er so viele Schleifen, das zu erläutern. Ich schließe mit einer Grafik hier vorne, die ganz simpel und einfach ist, aber ich hoffe, die behältst du in Erinnerung und dann lasst uns doch auf der Grundlage, Römer 7 bietet da nun nicht so sehr viel, sage ich mal, an positiver Anbetungsbegeisterung, aber die Kapitel davor und das Kapitel danach, aber Abendmahl oder auch wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet, vor Gott, sage ich mal, Christus vor Augen zu haben, bedeutet ja, es ist wichtig zu verstehen, wie tief die Erlösung nötig ist in unserem Leben und dass wir nicht so aus eigener Menschlichkeit gut sein wollen. Vor Gott, sag ich mal, Christus vor Augen zu haben, bedeutet, ja, es ist wichtig zu verstehen, wie tief die Erlösung nötig ist in unserem Leben und dass wir nicht so aus eigener Menschlichkeit gut sein wollen, weil das geht nur bis zu einer gewissen Grenze und dann scheitern wir. Kurz die Grafik, Altes Testament, ne, ich nehme einen anderen Stift. Die Rolle des Gesetzes, ganz einfach in der Grafik erläutert. Altes Testament, oben Gott, unten der Mensch. Ich weiß, dass es eigentlich komplizierter ist, aber mal so ganz einfach dargestellt.
Das Gesetz steht förmlich zwischen Gott und Mensch. Gott gibt das Gesetz, Menschen tun es, Menschen bemühen sich, das Gesetz zu tun und sehen durch das Gesetz Gottes Wesen. Und sagen, wenn wir das Gesetz erfüllen, und das ist ein Privileg, ein Geschenk an das Volk Israel und letztendlich an die ganze Menschheit. Ich rede von moralischen, grundlegenden Geboten, was Menschenwürde angeht. Nicht töten, nicht stehlen, nicht böse über Leute reden, nicht fies sein, nicht, also ein bisschen verlängert. Jesus hat das irgendwie auch verlängert in die Richtung. Also aufbauendes menschliches Sozialverhalten. Wenn wir das tun, dann gefallen wir Gott. Gott sagt, bitte tut das, dass ihr als Menschen gut zusammenleben könnt. Und wenn wir das tun, gefallen wir Gott. Das Problem ist, dass wir Gottes Wesen, alttestamentlich, sehr stark durch die Rolle des Gesetzes wahrnehmen und dadurch in eine innere Verkrampfung hineinkommen, weil wir denken, nur wenn wir auf der Grundlage des Gesetzes uns Mühe geben und viel Dinge können und uns bemühen, ein gutes und ein richtiges Leben zu führen, dann sind wir das erwählte Volk oder sind irgendwie besser als andere Leute oder was auch immer. So will man das sagen. Im Neuen Testament sieht es anders aus. Das Gesetz habe ich ja mehrfach erläutert. Im Neuen Testament ist nicht weg. Das stimmt nicht. Im Neuen Testament gibt es mehr Gebote als im Alten Testament. Alles, was das moralische Zusammenleben angeht, gibt es im Neuen Testament mehr Gebote. Das heißt, das Neue Testament schraubt überhaupt nicht die Ansprüche runter an unser Leben. Es gibt genauso Gott und es gibt genauso uns als Mensch. Und es gibt das Gesetz. Schreibt das Gesetz mal hier jetzt zur Seite. Es gibt das Gesetz und Gott möchte, dass wir hören und lernen von ihm, was er will, was sein Wille ist, worauf wir uns konzentrieren, dass wir wohlgefällig vor ihm leben und ein aufbauender Faktor in dieser Welt sind. Es gibt das Gesetz als Orientierungslinie und Gott will, dass wir das ernst nehmen und bewusst lesen in der Bibel und offen sind für den Willen Gottes. Aber das Gesetz hindert uns nicht, also im direkten Durchblick. Die Beziehung von Mensch zu Gott läuft nicht über das Gesetz, sondern in der Mitte steht Jesus. Dieses ist die eigentliche Kontaktschiene. Wir sehen Gottes Wesen durch Jesus und nicht durch das Gesetz. Und wir bleiben nicht stecken da drin, dass wir das Gesetz praktisch tun sollen. Ja, wir haben Jesus und jetzt sollen wir das Gesetz tun. Sondern der entscheidende Punkt, und das ist der Punkt von Römer 6 auf Römer 8, der entscheidende Punkt ist, dass der Heilige Geist in uns hineingegeben ist, auf der Grundlage der Erlösung Jesu, ist der Geist Gottes in uns, gibt uns Kraft und bringt uns dazu, dass wir mit unserem Herzen sagen können, ja Herr, ich will deinen Willen tun. Ich möchte ein Leben führen, das dich ehrt. Dass wir das sagen können. Das ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament in einer ganz einfachen Grafik. Und immer wenn wir zusammen beten, anbeten, jetzt zusammen singen, zusammen beten werden. Jesus ist die Verbindung zu Gott. Achte darauf, dass du nicht in eine gesetzliche Verkrampfung reinkommst. Achte aber auch darauf, dass du nicht in so eine falsche Erlösungseuphorie reinkommst. Weil wir leben doch im Praxisalltag. Wir merken doch, dass wir an Stellen scheitern. Der Motor Gottes läuft in unserem Leben, aber es wird häufig nicht eingekuppelt, dass es dann auch zu positiven Verhaltensweisen führt. Und der Schlüssel, und damit werden wir uns dann mehr befassen, ist, der Schlüssel ist, gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Mehr Raum in deinem Leben. Ohne die Gebote Gottes durchzustreichen oder zu vergessen. Weil das Wort Gottes und der Heilige Geist kooperieren miteinander, damit wir auf dem Weg sind, Jesus in guter Weise, in schlüssiger Weise zu folgen, um Gott zu ehren. Lass uns doch zusammen so singen und beten.
erbarme dich. Wir bringen unsere Lasten, den Hass, der uns verzehrt, so viel in unserem Leben läuft noch verkehrt. Was wir erreichen wollten, wir haben's nicht geschafft. Wir bitten dich, Herr, schenke uns dazu Kraft. Erbarme
der uns verzehrt, so viel in unserem Leben läuft noch verkehrt. Was wir erreichen wollten, wir haben's nicht geschafft. Wir bitten dich, Herr, schenke uns dazu Kraft. Christus erbarme dich.